Hallo, hier ist auch schon wieder euer Ben und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Der Ben und willkommen zurück zu einem neuen spektakulären Video. Meinerseits einmal, wir waren gerade bei Bandai Namco drin einmal in der Presse-Area und wir konnten Little Nightmares 3 sehen. Richtig geil, uns wurde eine Live-Demo gezeigt, also wir konnten nicht selber spielen, aber uns wurde eine Live-Demo gezeigt. Ging so 10, 15 Minuten, sage ich mal, ging das Ganze. Und ich habe mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben. Erstmal natürlich, was vielleicht euch schon aufgefallen sein mag, dieses Mal wird das Spiel von Supermassive Games gemacht. Die haben ja Until Dawn gemacht, Man of Medan und so weiter, also diese Dark Pictures Reihe und so weiter. Und im Gegensatz zu Little Nightmares ist das natürlich schon auch ein bisschen anders als bei diesen anderen, also wie bei Until Dawn. So. Ist schon ein bisschen anders auf jeden Fall. Und man merkt auch ein bisschen die Einflüsse auch, dass sich da bei Little Nightmares was geändert hat. Und zwar, erstmal, es gibt einen Koop-Modus. Also man kann das Spiel auf jeden Fall zu zweit spielen, was uns auch gezeigt wurde. Und man hat diverse Items auch, zum Beispiel Pfeil und Bogen. Man kann auch kämpfen dieses Mal richtig und nicht nur davonlaufen. Und ja, also der eine hat zum Beispiel einen Pfeil und Bogen, der andere hat einen Schraubendreher. Das heißt, man kann mit diesen Sachen, mit diesen Items interagieren und kann auch zwischendurch andere Items finden, um voranzukommen. Und ja, die Aufgaben muss man natürlich koop-mäßig zusammenlösen, ganz klar. Und ja, was uns gezeigt wurde, man startet irgendwo in der Wüste. Und ja, also es war eine Pre-Alpha-Demo. Also da ist man irgendwo in der Wüste halt gestartet. Die Häuser sind alle leer gewesen. Und es ist so ein großes Baby, also ein großes Koloss-Baby halt, was uns jagt. Also was auch hier kurz eins zu blenden ist, also ich blende hier ein paar Sachen ein. Weil dieses große Baby wurde auch dargestellt in der Gamescom-Halle, in der normalen Halle. Ganz groß einmal. Sehr geil, auf jeden Fall sehr geil. Werde ich hier kurz einblenden einmal. Und ja, ob es jetzt noch einen Zusammenhang gibt zwischen Six und Mono, beziehungsweise zwischen dem Charakter von Teil 1 und 2, wurde noch nicht gesagt, leider. Ich bin gespannt, weil ich sag mal, bei Little Nightmares 2 war das, war ja auch ganz zum Schluss nur Six zu sehen und nicht während des Spiels. Deswegen bin ich sehr gespannt auf jeden Fall. Und ja, der Sound, die Atmosphäre ist wirklich jetzt schon der Kracher. Und dieser Stampf im Hintergrund von diesem Riesenbaby, das ist wie ein eigener Herzschlag, der die ganze Zeit pocht. Und da ist natürlich auch diese Anspannung einfach da. Und bis jetzt finde ich es richtig geil, auch natürlich, dass sich das Spiel weiterentwickelt. Und Supermassive Games macht natürlich geile Spiele. Und da bin ich schon gespannt, was dann noch für Einflüsse einfach zusammenkommen werden. Ne? Und ja, das soll nächstes Jahr erscheinen. Ein genaues Release-Datum gibt es aktuell noch nicht. Und ja, das war mein kurzer Eindruck. Zwischendurch habt ihr hier ein paar Bilder gesehen, einfach vom Trailer. Und ich werde zum Schluss auch nochmal kurz was einblenden von dem Trailer. Aber das war's heute mit GFM. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Mein kleiner Einblick zu Little Nightmares 3. Richtig geil. Ich freue mich auf das Spiel. Ich freue mich richtig doll auf das Spiel. Auch im Koop-Modus. Das heißt, ich kann mit Franzi dann zu zweit spielen, Little Nightmares. Wir haben mit Little Nightmares 2 auch gespielt, aber generell nur, wenn einer stirbt, dann haben wir einen Controller-Tausch gemacht. Aber diesmal können wir zusammen sterben, sag ich mal. Das war's dann heute mit GFN. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren mit reinschreiben, was ihr aktuell von Little Nightmares 3 haltet. Und ja, unten rechts Abonnier-Button, gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal ein bisschen. Immer schön weiter zocken. Haut's rein.